Guten Morgen, Sabrina. Schön, dass du da bist. Hey Alexandra, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Sabrina, du bist ja studierte Biologin, Tierheilpraktikerin und spezialisiert auf Pferdefütterung. Und heute soll es um das Thema Fütterung von MIM-Pferden gehen, also Pferde, die an einer Variante der Muskelintegritätsmyopathie leiden. Und ich bin ja selber betroffene Pferdebesitzerin mit zwei MIM-Pferden. Also ehemals PSSM2, wem das noch was sagt oder eher was sagt. Und ich habe auch in meinem Kundenkreis als Pferdeosteopathin mehrere Pferde, die von MIM betroffen sind. Und da sind wir eigentlich erst drauf gekommen, als ich so manualtherapeutisch nicht weiterkam und irgendwas einfach noch im Argen hing. Und dann bin ich auf eine Odyssee gegangen, habe mich erkundigt, recherchiert, viel gelesen, auch in Facebook-Gruppen unterwegs gewesen und habe mich dann tatsächlich erstmal auf die Beratungen der Futtermittelhersteller bezogen und auch verlassen, muss ich sagen, und habe verschiedene Dinge ausprobiert. Das ist auch tatsächlich dann besser geworden. Also Erfolge haben sich eingestellt, auch relativ schnell. Aber ich habe dann den Eindruck gehabt, das ist noch nicht so das, wo es hin soll und kann. Es ist noch nicht so der richtige Durchbruch. Und so bin ich eigentlich dann auf dich gekommen. Du hast ja auch ein Buch dazu geschrieben. Und ich habe dir ein paar Fragen mitgebracht, weil du mir dann relativ schnell die Augen geöffnet hast über bestimmte Dinge, Wechselwirkungen, die ich so gar nicht betrachtet habe. Und das wollen wir hier einfach mit diesem Interview heute teilen. Gut, legen wir los. Prima. Frage 1. Was meinst du denn, ist das Wesentliche, was ich in meiner Fütterung falsch gemacht habe? Nun, erstmal hast du natürlich viel richtig gemacht, du hast dich beraten lassen. Und dann ist aber natürlich bei den Beratungen der Futtermittelindustrie, sehe ich sehr häufig, die Futterpläne werden zu komplex. Und dann verliert man die Übersicht. Und dadurch ist es bei dir zum Beispiel so entstanden, dass zu viel Vitamin E gefüttert wurde. Da gibt es ja auch eine Obergrenze. Und vor allen Dingen war reichlich Vitamin D enthalten. Und das wird gerne übersehen, dass das ein wichtiger Aspekt ist, weil es zu einer zu hohen Kalziumversorgung führt. Ja, also tatsächlich war ich sehr überrascht, dass das Ganze nach deiner Futterberatung deutlich einfacher, günstiger und effektiver wurde. Ja, getreu der Leitlinie, weniger ist mehr. Also dann behält man einfach auch besser die Übersicht. Was tue ich da? Ja. Jetzt gibt es ja mehrere MIM-Varianten, also mehrere Gene, die betroffen sein können. Ist aus deiner Sicht die Fütterung dieser Pferde mit den verschiedenen Varianten gleich oder ist da, sind da bestimmte Dinge zu beachten? Die Grundlinien sind auf jeden Fall gleich. Die brauchen alle eine gute Proteinversorgung bis zum zweifachen Erhaltungsbedarf. Dann brauchen Sie eine ausreichende Vitamin-E-Versorgung und die Kalziumversorgung muss möglichst reduziert sein. Und diese beiden letzteren Punkte, Vitamin E und Kalzium, da gibt es gewisse Schwerpunkte. Also die Vitamin-E-Versorgung ist ein ganz besonderer Punkt bei der P8-Variante und weil da ein Radikalfänger ausfällt und Vitamin E diese Aufgabe übernimmt und so einen gewissen Effekt kompensieren kann. Und bei der PX-Variante ist das Thema Calcium besonders kritisch zu betrachten, denn da ist ein Calciumkanaldefekt. Und je weniger Calcium in der Fütterung ist, desto besser für diese Pferde. Ja, daher dann eben auch kein Vitamin D, weil es die Kalziumaufnahme ermöglicht oder unterstützt. Ganz genau, ja. Jetzt stehe ich in einem Pensionsstall, andere haben vielleicht andere Voraussetzungen, aber Heu ist ja das Grundfutter schlechthin. Also du schreibst ja auch in deinem Buch, eigentlich egal welches Pferd, welchen Alters, ja, kann ich das mal so vereinfacht zusammenfassen, das Heu ist immer das Wesentliche und und eine gute Heuqualität. Jetzt ist ja nicht Heu gleich Heu und die haben auch andere Inhaltsstoffe. Also das eine Heu hat mehr Protein, das andere weniger. Kann man denn dann, ohne wirklich eine Heuanalyse gemacht zu haben, eine Aussage oder einen Futterplan über Ergänzungsfutter treffen? Ja, mit Heuanalysen, das ist nicht so ganz einfach, denn man müsste ja jede Charge, jede Wiese neu, jeden Lieferanten neu analysieren. Wie realisierbar ist das? In aller Regel arbeite ich mit Durchschnittswerten und das funktioniert auch recht gut. Manche Pferdebesitzer oder viele Pferdebesitzer habe ich in den Facebook-Gruppen gesehen,
bezeichnen Mangan als ihren Game Changer. Was hältst du von der Zufütterung von Mangan? Kurze Antwort, nicht viel. Längere Antwort. Mangan hat natürlich einen Effekt. Und zwar behindert es die Kalziumaufnahme. Und dadurch gelangt weniger Kalzium ins Pferd. Und dadurch habe ich einen Effekt durch die Manganfütterung. Aus meiner Sicht ist es allerdings der bessere Ansatz, nicht erst viel Kalzium ins Futter zu tun, womöglich noch Vitamin D hinzuzufügen, damit das Kalzium besser aufgenommen wird, um dann Mangan reinzutun, damit das Kalzium weniger aufgenommen wird. Denn das hat natürlich auch wieder einen Rattenschwanz an Effekten. Mangan behindert dann die Eisenaufnahme und dann können wir eine Eisenmangelanämie erzeugen, dass wiederum also zu wenig Blutkörperchen gebildet werden, was wiederum die Sauerstoffversorgung der Muskeln verschlechtert, was dann wieder zu einer verschlechterten Symptomatik führt, mittel- und langfristig. Also aus meiner Sicht lieber gleich weniger Kalzium füttern, kein Vitamin D zusetzen, dann muss man auch kein Mangan zusetzen. Ja, das hatte ich ja mal bei meinen zwischendurch auch so den Verdacht, dass sie dann einen Eisenmangel entwickelt haben. Ich wusste aber nicht, wieso. Also, aber das wäre eine mögliche Erklärung, ja. Ja, definitiv. Ja, wie kann ich denn jetzt als Pferdebesitzer sicher feststellen oder aussagekräftig feststellen, ob mein Pferd jetzt gut mit Mineralstoffen und Spurenelementen versorgt ist? Hilft mir da eine Blutanalyse oder vielleicht auch so eine Haaranalyse, habe ich auch schon mal machen lassen? Gut, es gibt aus mehreren Werten, aus mehreren Analysen kann man unterschiedliche Dinge ableiten. Also aus der Blutanalyse, und da wird ja in aller Regel Serum verwendet und aus Serum, also da werden die Zellen vorher abzentrifugiert für die Analyse. Und da kann man eigentlich nur Kupfer, Jod und Selen beurteilen. Alle anderen Mineralstoffe, die werden ja zum großen Teil intrazellulär gelagert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Blutbilder kriege und da steht ein Magnesiummangel. Und dann gucke ich, das ist aus Serum, das ist nicht aussagekräftig. Da müssen dann die Zellen mit dabei sein, also es ist Vollblut, und dann wäre dieser Wert aussagekräftig. Also das ist wirklich von Mineralstoff zu verschieden zu beurteilen. Und ja, Mineralstoffanalysen aus dem Fell, da gibt es gut und schlecht gemachte. Und die gut gemachten geben einem einen guten Hinweis über die langfristige Mineralstoffversorgung, aber auch da nicht für alle Elemente, ne? Sondern immer nur für bestimmte. Ja. Also dann doch eher mal noch, also gar nicht so das große Blutbild machen lassen, sondern eher noch mal eine Haaranalyse für bestimmte Elemente, wenn ich Mineralstoffe dann noch mal gucken will oder Spurenelemente. Tatsächlich ist mein Ansatz noch ein ganz anderer. Guck dir das Pferd an. Geht es dem Pferd gut? Hat es irgendwelche Mangelsymptome? Denn es ist ja auch nicht wirklich klar, und das ist durch verschiedene wissenschaftliche Arbeiten durchaus in Frage gestellt, stimmen denn unsere Referenzwerte wirklich? Ja, also manche Pferde haben Mineralstoffwerte nicht ganz im Referenzbereich. Viele sind davon nicht kritisch. Kritischer vielleicht Selen oder ein sehr hoher Kaliumwert und so. Aber ansonsten viele Mineralstoffe, ja, das ist, sagen wir mal, ein sehr theoretisches Gebilde. Geht es dem Pferd gut? Und solange es dem Pferd gut geht und es keine spezifischen Mangelsymptome zeigt, würde ich gar nicht analysieren. Ja, tatsächlich. Also, denn wie gesagt, keine Laborparameter behandeln, wir behandeln Tiere. Ja. Ja, und dann wird auch immer wieder geschrieben, auf gar keinen Fall Zucker und Stärke füttern. Ja, ist das ein Mythos oder ist das tatsächlich auch bei MIM-Pferden so? Ja, jein. Also das lässt sich nicht ganz klar mit Ja und nicht ganz klar mit Nein beantworten. Es ist natürlich so, dass eine sehr starke Fütterung von Stärke und Zucker und so weiter, also von Getreiden, nicht gut ist für die Muskulatur. Wir kennen das vom klassischen Kreuzverschlag, ne? Also wenn da jetzt richtig getreidelastig gefüttert wurde, dann ein Ruhetag, dann eine Belastung, der Kreuzverschlag. Also Stärke macht natürlich Probleme in der Muskulatur. Die Frage ist natürlich, muss es wirklich Nullstärke sein? Und das würde ich beantworten mit Nein. Also ich habe sehr viele Pferde im Kundenkreis, die kommen mit einer Haferfütterung in die Betreuung rein. Und gerade Hafer ist ein wirklich hochwertiger Proteinlieferant. Das wird gerne übersehen. Und Hafer ist ja auch das Getreide mit dem geringsten Stärkeanteil jetzt im Vergleich zu Mais zum Beispiel. Bei Stärke ist das nur 40%. Und deshalb ist Hafer natürlich insgesamt eigentlich ein gutes Pferdefutter. Und für mich ist das ein bisschen rübergeschleppt aus der Historie.
Historie dieser Entdeckung der PSSM2-Thematik. Denn das heißt ja ursprünglich PSSM2, weil man eigentlich PSSM kannte. Und dann hat man festgestellt, ah, das ist eine Zuckerspeicherstörung. Das heißt heute PSSM1. Und dann hat man festgestellt, es gibt auch Tiere, die haben diese Muskelprobleme, auch steife Muskeln, aber nicht diese Zuckerspeicherstörung. Da ist irgendwas anderes. Und die hat man alle in PSSM2 geschmissen. Und diese PSSM1-Pferde, weil sie eine Zuckerspeicherstörung haben, die müssen wirklich möglichst stärkerarm und zuckerarm gefüttert werden. Also wirklich, da ist genau drauf zu achten. Und das hat man so ein bisschen rübergeschleppt in diese PSSM2-Thematik. Deshalb, ja, ich meine, ich würde jetzt nicht auf, früher sagte man, also ich bin so groß geworden, 5 bis 6 Kilogramm Hafer braucht ein Pferd, ne, habe ich im Jugendreitabzeichen noch gelernt. Das ist natürlich völlig überholt, diese Vorstellung, aber so 1 bis 2 Kilogramm, viele PSSM2-Pferde bei mir im Kundenkreis kommen damit prima zurecht. Allerdings muss man dazu sagen, es gibt sehr häufig Pferde mit dieser MIM oder PSSM2-Thematik, die Magenerkrankungen haben, die einfach, also es sind häufig diese leistungsbereiten MIM-Pferde, die dann aus dem Konflikt heraus, ich möchte doch alles richtig machen, aber ich habe Schmerzen, Stress kriegen, Magenprobleme haben. Und die Magenprobleme wiederum bedeuten, diese Pferde müssen auch wieder sehr strikt stärke- und zuckerfrei gefüttert werden. Warum das so ist, erkläre ich übrigens auch in meinem Buch, warum magenkranke Pferde keine Stärke- und Zuckerversorgung haben sollen. Ja, vielen Dank, Sabrina. Super für die guten Einblicke. Und apropos Buch und apropos guten Überblick. Also ich habe mir ja auch hier dein Buch gekauft und ich muss mal lobend erwähnen, dass ich das einen hervorragenden und auch wirklich gut verständlich erklärten Streifzug durch die ganze Pferdefütterung finde. Schön illustriert. Also auch Kompliment an die Darstellung. Liest sich hervorragend. Ich lese da total gerne drin. Also wer sich da noch weiter einlesen möchte, dem sei das Buch von Sabrina wärmstens ans Herz gelegt. Wenn ihr jetzt noch weitere Fragen habt, wir verlinken unsere Webseiten, unsere YouTube-Kanäle hier unten drunter, beziehungsweise im Abspann. Gerne hinterlasst auch einen Kommentar oder ein Like, das würde uns natürlich sehr freuen und bis bald. Tschüss, Bis bald, Sabrina. Alexandra. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Danke dir auch. Tschüss. Tschüss.